Liebe Genossinnen und Genossen, liebe Freundinnen und Freunde, verehrte Gäste. Als dritter und letzter zu sprechen hat seine Vor- und Nachteile. Der Nachteil ist klar, es ist eigentlich schon alles gesagt worden. Der Vorteil ist auch klar, ich kann sagen, was ich will, es kann mir hinterher keiner mehr widersprechen. Also zumindest nicht sofort. Aber zunächst möchte ich anders beginnen. Ich wünsche euch allen ein wirklich sehr gutes Jahr 2010. Und damit meine ich zunächst mal, ich wünsche euch allen Gesundheit. Die geht immer vor. Dann wünsche ich euch allen privates Glück. Wenn ihr nämlich privat unglücklich seid, könnt ihr auch politisch nicht erfolgreich sein. Und dann wünsche ich euch allen politische Erfolge, soweit ihr mit mir übereinstimmt. Und mit der letzten Einschränkung mache ich auf ein Problem aufmerksam, das uns gegenwärtig sehr beschäftigt. Ich meine es gar nicht nur positiv, sondern auch ironisch. Ich möchte euch gleichzeitig herzliche Grüße von Oscar Lafontaine übermitteln, den ich vor kurzem besucht habe. Wir haben ein sehr schönes, langes Gespräch gehabt. Wir haben auch, wie ihr in den Zeitungen lesen konntet, gut gegessen. Das lassen wir uns auch gar nicht nehmen. Ich freue mich, dass es ihm gesundheitlich besser geht. Aber der Prozess ist noch nicht abgeschlossen. Und jeder, der denkt, dass er auf eine kleine Personalie oder andere Dinge wartet, irrt sich komplett. Oscar Lafontaine ist vieles, aber nicht kleinkariert. Seine Entscheidung hängt ausschließlich davon ab, ob er das Ganze gesundheitlich verkraftet. Und aus der Politik ist er sowieso nicht zu verdrängen. Das möchte ich auch allen Vertreterinnen und Vertretern der Medien sagen. Keine falschen Hoffnungen. Er bleibt ja mindestens in der Landespolitik. Und wenn es jemanden gibt, der auch aus der Landespolitik heraus permanent Bundespolitik machen kann, dann Oscar Lafontaine. Aber ich hoffe, dass er auch funktional in der Bundespolitik bleibt, im Bundestag, beim Parteivorstand. Ich habe diesbezüglich länger gesprochen als er, weil ich bessere Argumente hatte. Aber letztlich muss ich akzeptieren, die Gesundheit geht vor. Es wird nicht mehr allzu lange dauern und dann werden wir seine Entscheidung erfahren. Und wenn wir sie erfahren haben, werden wir mit beiden Varianten umgehen müssen. Wir können uns nicht zurückfallen lassen, auf gar keinen Fall. Wir haben nach vorne zu schauen und auch nach vorne zu gehen. Wir haben jetzt eine schwarz-gelbe Regierung, das ist eine radikalere Variante des Neoliberalismus, der uns dort begegnet. Sie haben Schwierigkeiten gehabt am Anfang, sie haben sie immer noch. Sie haben ihre Projekte versucht durchzusetzen. Das war schon bei den Steuersenkungen nicht ganz einfach, weil die Länder darunter leiden, die Kommunen auch. Aber sie haben letztlich darauf keine Rücksicht genommen. Das erste Mal widersprechen Ihnen die ökonomischen Sachverständigen. Das ist eine völlig neue Erscheinung. Seit Jahren stimmen die hier jeder Regierung zu. Erstmalig artikulieren sie Widersprüche. Und das Ganze zeichnet sich dadurch aus, dass die Union ohne jedes Selbstbewusstsein dasteht und die FDP vor Selbstbewusstsein fast platzt. Das hängt mit deren Wahlergebnis zusammen und mit deren Sturheit zusammen. Während Frau Merkel ja nur gelernt hat, eine große Koalition zu managen, das heißt, da war sie Kanzlerin bei der SPD und der Union, da war sie der konservative Teil. Plötzlich bekommt sie einen Teil, der ist noch konservativer und sie hat noch gar nicht gelernt, damit umzugehen. Frau Merkel verwaltet die Regierung, aber sie regiert nicht das Land. Das ist das Problem, mit dem wir es gegenwärtig zu tun haben. Sie weiß auch nicht, wohin mit Deutschland, aber wir wissen, wohin mit Deutschland. Und deshalb sollten wir dieses Wissen einbringen und sehr viel aktiver werden, und zwar innerhalb und außerhalb der Parlamente. Also die Chemie zwischen denen stimmt nicht. Dadurch gibt es einen Fehlstart in der Regierung. Sie sind höchst unzufrieden. Ich glaube, dass sich das auswirken wird bei der Landtagswahl in NRW. Und wir haben das zu nutzen. Was nicht geht, und hier müssten wir eigentlich jetzt mal unseren Druck wirklich entfalten, ist, dass die Bundesregierung uns erst nach der Landtagswahl in NRW erklärt, welche Sozialkürzungen sie vornimmt, um ihre Steuersenkung und ihre Neuverschuldung zu finanzieren. Wir müssen den Druck machen, dass sie es vorher zu erklären haben, auch den Wählerinnen und Wählern in Nordrhein-Westfalen. Und lasst mich
über die Krankenversicherung etwas sagen. Ich wiederhole nicht alles, was Klaus Ernst schon gesagt hat diesbezüglich und was ja auch Lothar schon gesagt hat. Es geht mir um eine ganz andere Frage, wie die SPD in dieser Gesellschaft wirkt. Das wird an diesem Beispiel ganz deutlich. Wir hatten im Kern eine paritätische Finanzierung des Gesundheitswesens, zumindest soweit es die gesetzlichen Krankenkassen betraf, einerseits durch die Unternehmen und andererseits vom Bruttoeinkommen der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Und dann hat die SPD die erste Ausnahme gemacht bei Zahnmedizin etc. Ihr wisst, unter Schröder kamen die 0,9% hinzu, nur für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, ohne die Unternehmen. Und dann in der Großen Koalition sind sie einen Weg gegangen und haben gesagt, wir schaffen jetzt den Gesundheitsfonds und wir machen folgende Regelung, dass die Krankenkassen, die gesetzlichen, wenn sie mit ihrem Geld nicht mehr hinkommen, berechtigt sind, ausschließlich von den Versicherten zusätzliche Beiträge zu fordern. Die Unternehmen haben nichts mehr damit zu tun, aus Brutto wird nur weniger netto. Also die Leute haben das zu bezahlen. Und jetzt kommt die Sozialdemokratie, so wie sie sich versteht, und baut eine Schraube ein und sagt, ja, aber diese zusätzlichen Beiträge in die gesetzliche Krankenversicherung dürfen 1% des Jahreseinkommens nicht überschreiten. Das ist dann Sozialdemokratie, habe ich gelernt. Jetzt kommen FDP und Union und werden dieses 1% streichen. Das ist deshalb wichtig, weil es Union und FDP nicht geschafft hätten, die Struktur einzuführen, dass nur die Versicherten bezahlen. Das schaffen sie nur mit der SPD. Und die SPD organisiert dann eine kleine soziale Hilfsschraube und die drehen sie dann raus. Das ist alles. Und die SPD kann mir nicht mehr erzählen, dass sie das nicht weiß. Denn es läuft seit Jahrzehnten so mit sie, dass sie den Weg eröffnet, übrigens auch was völkerrechtswidrige Kriege betrifft, um dann wieder leicht zurückzurudern. Im Jahre 2009 waren wir erfolgreich, darauf hat Lothar hingewiesen. Wir hatten ein sehr gutes Bundestagswahlergebnis. Und ich glaube, das hängt damit zusammen, dass wir Themen gefunden haben, die der Bedürfnis- und Interessenlage der Bürgerinnen und Bürger entsprachen. Hätten wir auf falsche Themen gesetzt, hätten wir uns mit Dingen beschäftigt, die die Leute gar nicht unmittelbar interessiert hätten, wären wir bei Wahlen auch nicht erfolgreich gewesen. Das ist deshalb so wichtig, weil es einige bei uns immer gibt, die denken, sie beschließen die Themen. Und sie denken sogar, sie können beschließen, welche Themen die Bürgerinnen und Bürger zu interessieren haben. Aber die interessieren sich für diese Beschlüsse nicht. Es sind immer die Realitäten, die die Menschen bewegen. Und deshalb müssen wir nach den Themen suchen, die die Menschen tatsächlich bewegen und nicht von denen wir uns wünschen, dass sie sie bewegen mögen. Das können wir zwar immer gerne zusätzlich versuchen, aber die eigentlichen Themen, die sie bewegen, das muss unser Maßstab sein. Das Zweite ist, wir haben bestimmte Themen doch nicht erst im Wahlkampf besetzt, sondern 4 Jahre lang von 2005 bis 2009 besetzt, immer wieder, parlamentarisch und außerparlamentarisch. Deshalb waren wir in diesen Themen glaubwürdig. Hätten wir erst im August 2009 angefangen, diese Themen zu besetzen, hätten wir gar keine Chance gehabt. Das erlebt doch jetzt die SPD, wenn sie einfach mal eine Position dreht um 180 Grad. Damit wirst du doch nicht glaubwürdig. Deshalb ist es wichtig, dass wir diesbezüglich durch Kontinuität Glaubwürdigkeit erlangen. Drittens, wir haben in unserer Partei tragfähige Kompromisse dort erreicht, wo wir sie brauchten, weil es eben unterschiedliche Auffassungen gab. Und ich erinnere an unseren Parteitag im Juni in Berlin. Ich erinnere daran, wie alle Medien davon überzeugt waren, dass wir Ideologieschlachten erleben werden, sodass wir ohne jede Chance diesen Parteitag wieder verlassen. Und ich erinnere daran, dass es eine Führung gab, die sich dann ausnahmsweise mal vorher Gedanken gemacht hat, Gespräche organisiert hat, und zwar mit Ost und West, mit allen Strömungen und so weiter, bis wir Kompromisse gefunden haben und gesagt haben, ja, mit diesen Kompromissen können wir doch in den Wahlkampf ziehen. Das ist übrigens nicht undemokratisch, das ist auch nicht verantwortungslos, sondern ganz im Gegenteil, das Einzige, was Verantwortung ausmacht, sich selber nicht so wahnsinnig wichtig zu nehmen, sondern in erster Linie an die Bürgerinnen und Bürger im Lande zu denken.
Und deshalb sage ich euch, von diesem Parteitag ging eine Aufbruchsstimmung aus, von der wir im Augenblick nichts mehr erleben. Das ist eine andere Frage. Dazu komme ich gleich. Aber das war ganz wichtig. Hätten wir uns nicht auf dieser Basis verständigt zu einem Wahlprogramm, wären wir auch im Wahlkampf nicht erfolgreich gewesen. Und ich kenne sowohl die Gesichter von Journalistinnen und Journalisten, die sich gefreut haben, dass wir das geschafft haben, als auch jene, die bitter enttäuscht waren, weil sie eine ganz andere Berichterstattung sich erhofft hatten von unserem Parteitag. In der Hinsicht bin ich dafür, dass wir bei dem einen oder dem anderen öfter Enttäuschungen organisieren und uns als stärker erweisen, als wir dargestellt werden. Also, wir brauchen einen Spürsinn für Relevanzen. Wir brauchen einen Blick für die wesentlichen Konfliktlagen in der Gesellschaft, für verletzte Gerechtigkeit und Würde. Wir brauchen einen Wahlkampf und Wahlprogramme, die Bedeutung für die Leute haben, nicht in erster Linie für uns. Und wir müssen wiederum lernen, Konflikte in produktiver Weise, auch innere Konflikte, zu behandeln und zu lösen. Ich sage es ganz klar, es ist jetzt bei uns ein Klima der Denunziation entstanden. Ich finde dieses Klima unerträglich und ich werde mich daran nie beteiligen. Unsere gegenwärtigen Probleme haben bekanntlich begonnen mit einem Artikel. Und ich sage das hier auch so offen, obwohl ich ihn sehr mag. Da war der Bundesgeschäftsführer gegenüber einem Vorsitzenden nicht loyal. Und das hat Folgen, weil dann das Vertrauensverhältnis in der engeren Führung beschädigt ist. Das war das Erste. Bloß ihr könnt alle davon ausgehen, dass wir das alle mitbekommen haben. Da wir das alle mitbekommen, wir sind ja auch nicht dämlich, haben wir natürlich darüber nachgedacht, wie wir das Problem wieder lösen. Nun gab es aber, ich gehe das hier mal ganz genau an, nun gab es aber Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Fraktion und von Abgeordneten, von Bundestagsabgeordneten, die fürchteten, dass wir das doch nicht mitbekommen haben und meinten, sie müssten nun eine Erklärung formulieren, aber nicht etwa an uns schicken, zu sagen, falls sie es nicht mitbekommen haben, wir wollten euch auf dieses und jenes hinweisen, sondern es natürlich veröffentlichten, damit es alle mitbekommen. Ich weiß nicht, ob die Abgeordneten, deren Mitarbeiter es waren, davon wussten. Wenn sie davon wussten, sage ich Ihnen ja auch, ich habe heute die Absicht, mich zwischen alle Stühle zu setzen, sage ich Ihnen ja auch ganz klar, dann finde ich das ein bisschen feige. Sagt es selbst, schickt nicht Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter vor. Als Anwalt füge ich hinzu, wenn es so war. Aber gut, nun war es veröffentlicht und die dachten, da haben wir doch einen schönen Punkt gesetzt. Jetzt kommen natürlich meine 6 ostdeutschen Landesvorsitzende und sagen, so geht's ja nun nicht. Weil sie sich an etwas erinnern, was man nicht vergessen darf. Und zwar selbst die, die Dietmar Bartsch nicht leiden können, dürfen nie vergessen, dass das dennoch stimmt. Er hat sich riesige Verdienste erworben um die Entwicklung unserer Partei. Er wurde Bundesschatzmeister zu einer Zeit, als sein Vorgänger gerade in Untersuchungshaft saß. Schon vergessen, aber ich nicht. Und er hat die ganze Situation hervorragend gemeistert. Und er war auch und ist auch ein sehr guter Bundesgeschäftsführer, war auch ein guter Wahlkampfleiter etc. Ich kann das jetzt alles aufzählen, ist gar nicht nötig. Also die 6 Vorsitzenden meinten, daran doch mal erinnern zu müssen, mit einer wiederum zu veröffentlichenden Erklärung, nicht etwa mit einem Brief an jemanden. Was Sie, glaube ich, nicht eingeschätzt haben, ist, dass daraufhin eine Telefonkonferenz der 10 Landessprecherinnen und Landessprecher und Landesvorsitzende West begann. Und man nun darüber nachdenkte, wie man doch darauf antwortet. Und da kam keine gemeinsame Erklärung raus, sondern Briefe an mich als Unzuständigen. Das Letztere finde ich sehr gut. Ich werde die auch nicht zurückschicken, Bodo, weil ich mich ja gerne in Dinge einmische, die mich nichts angehen. Aber abgesehen davon sage ich auch, mit welchem Problem das Ganze zusammenhängt.
Es hängt natürlich damit zusammen, dass wir im Augenblick ein Vakuum haben. Einer unserer Vorsitzenden sitzt in Europa und der andere war krank. Da drängeln sich zu viele rein. Und dann besteht natürlich eine gewisse Hoffnung, dass ich vielleicht das eine oder andere noch ausgleichen könnte. Deshalb verstehe ich dann auch, dass man an mich schreibt. Dass man an mich schreibt, ist ja auch harmlos. Ich lese das alles artig, denke darüber nach, etc. Das ist alles versprochen. Das Problem ist, dass es dann eben zum Teil auch öffentlich wird. Dann hat Lothar mal ein klares Wort gesprochen. Daraufhin meinten natürlich aber meine 6 ostdeutschen Landesvorsitzende, dass sie sich ja dazu auch noch mal öffentlich erklären müssen. Haben sie dann auch gemacht. Naja. Nun können ja die Landesvorsitzende West darüber beraten, wie sie als nächstes reagieren. Und dann machen wir wieder eine Sitzung der 6 Landesvorsitzenden Ost und die geben wieder eine Erklärung ab. Eine dolle Kiste, die uns da eingefallen ist. Ich möchte bloß daran erinnern, als das Ganze anfing, hat ja keiner damit gerechnet, dass es so endet. Vielleicht sollten wir mal lernen, bevor wir A sagen, darüber nachzudenken, dass auch B, C und D folgen. Vielleicht sollten wir das mal lernen. Jetzt kommen 2 weitere Dinge. Naja, anfangen tut immer der Erste, dann kommt der Zweite. Ich habe es ja alles geschildert in der Reihenfolge. Dann kommt der Dritte und so weiter. Es ist mir schon ganz klar. Hätte Dietmar Bartsch seinen Fehler nicht begangen, wäre das Ganze nicht gekommen. Hätte es nicht als Erstes die Erklärung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gegeben, weil die sich hätten denken können, dass wir vielleicht selber darüber nachdenken, wie wir das Ganze lösen. Hätte es nicht die Erklärung der Ostdeutschen gegeben. Hätte es nicht die Erklärung gegeben, hätte es nicht die Erklärung... Ja, soll ich es nochmal machen? Es ist ja wohl deutlich geworden, wie das Ganze eskaliert. Und was wir eigentlich zu vermeiden haben. Jetzt kommt aber Folgendes. Jetzt kriege ich Anrufe und SMS und Briefe folgenden Inhalts. Da steht drin, dass das natürlich täuscht. Also die 6 ostdeutschen Landesvorsitzenden haben was erklärt, aber man muss nicht denken, dass alle Mitglieder im Osten so denken. Da gibt es Mitglieder, die denken ganz anders. Dann kriege ich Anrufe und SMS. Die klatschen jetzt. Gleich klatschen die anderen. Da steht drin, dass ich nicht denken soll, dass etwa die Landessprecherinnen und Landessprecher West die ganze Mitgliedschaft diesbezüglich vertreten. Da gäbe es auch welche, die denken ganz anders. Die sprechen mich dann auch einzeln an. Und wisst ihr was, Genossinnen und Genossen? Ich glaube, dahinter steht ein Wunsch, den ich überhaupt nicht teile. Es gibt bei einigen Genossinnen und Genossen in den alten Bundesländern die Vorstellung, dass der Sie werden das nicht so denken, sie werden das nicht so fühlen, sie werden das nicht so sagen, aber im Kern steckt es dahinter, dass doch die östlichen Landesverbände ihnen beizutreten haben. Sie sollen eigentlich so werden, wie sie schon sind. Und es gibt im Osten, ich habe doch gesagt, ich setze mich heute zwischen alle Stühle, lasst mich doch mal. Und es gibt im Osten nicht wenige, die denken, wir brauchten einmal den umgekehrten Vorgang. Der Westen hat beizutreten und hat so zu werden, wie wir schon sind. Ich will euch bloß eins ganz klar sagen, weder für den einen noch für den anderen Beitritt stehe ich zur Verfügung. Ich will eine Vereinigung, nichts anderes, nichts anderes. Ich will nicht, dass die PDS über die WASG siegt. Und ich will nicht, dass die WASG über die PDS siegt. Ich will etwas Neues. Etwas Neues, das heißt die Linke. Und wo der Unterschied Ost-West nicht relevant ist. Und ich sage auch mal was zu unseren Strömungen. Jede Strömung ist wichtig. Wir sollten sie nicht missen. Sie bereichern unsere Partei. Das sage ich hier mal so deutlich. Und zwar jede, sowohl die Plattform als auch das Forum Demokratischer Sozialismus. Aber die Strömungen sind nur eine Minderheit. Die Mehrheit der Mitglieder sind in gar keinen Strömungen. Auch das ist wichtig. Auch das ist wichtig. Und ich sage euch auch, Und ich sage euch noch etwas, was nicht geht. Ich schildere euch das, wie es sich bei mir abspielt, wie es abläuft. Da erzählen mir Genossinnen und Genossen, dass sie Mitglieder oder fast Mitglieder des Forums Demokratischer Sozialismus sind.
dann sagen die mir, sie können das aber auf einem Landesparteitag in den alten Bundesländern nicht bekannt geben, weil wenn sie das bekannt gäben, entstünde sofort ein Feindbild gegen sie und sie hätten gar keine Chance mehr. Zu nichts mehr. Sag ich. Dann spreche ich mit einem Genossen und sage, sag mal, ich habe hier so einen Antrag an den Parteitag von dir gelesen, das ist ja komisch, hast du seine Auffassung diesbezüglich gänzlich geändert? Nein, nein, sagt er, meine Auffassung noch dieselben, aber wenn ich den Antrag nicht mit unterschrieben hätte, wäre ich ja niemals Kandidat für den Bundestag geworden. Ich bitte euch, wo leben wir denn hier eigentlich? Ich muss mal ganz klar sagen, in den östlichen Landesverbänden gab es gegen die Plattform immer auch Bedenken, aber ein, zwei haben sie immer gewählt. Was ich möchte, ist, dass man auch dazu stehen kann, dass man einer bestimmten Strömung angehört. Und das macht einen nicht unwählbar, vielleicht in zu großer Zahl unwählbar. Aber ein bisschen vertreten sein sollen schon alle. Und deshalb möchte ich, dass mehr Ehrlichkeit bei uns einzieht und dass man sich auch mal überwindet und Pluralismus wirklich will und akzeptiert. Und ich sage euch noch etwas, Vereinigung verträgt weder Besserwisserei noch Wichtigtuerei. Das sind ja auch verbreitete Erscheinungen in allen Parteien, leider auch bei uns. Vereinigung ist aber nicht Gleichmacherei. Das geht auch gar nicht, das ist auch gar nicht hinzubekommen. Sondern wir haben natürlich Unterschiede zwischen den Landesverbänden Ost und West. Es bringt auch gar nichts, diese zu leugnen. Also, zum Beispiel, die Herkunft und soziale Verankerung der Mitglieder ist sehr unterschiedlich. Das liegt zum Beispiel daran, dass im Osten die Eliten abgewickelt wurden. Dadurch sind natürlich aus den früheren Eliten zur PDS sehr viel mehr gekommen, als aus den bestehenden Eliten in den alten Bundesländern zur WASG gegangen sind. Das kann man sich doch ausrechnen. Die Ostdeutschen kommen mit der Erfahrung eines politisch und ökonomisch gescheiterten Staatssozialismus. Die Westdeutschen kommen mit der Erfahrung eines immer ungerechter werdenden Kapitalismus, mit der Erfahrung, dass es mit dieser Struktur nicht funktioniert. Das sind aber unterschiedliche Erfahrungen, die auch zu unterschiedlichen Reaktionen auf bestimmte Erscheinungen in der Gesellschaft führen. Ich will doch nicht mehr, als dass wir uns das jede und jeder immer wieder überlegen, dass wir Verständnis für die anderen entwickeln. Nicht, dass wir so werden, wie die anderen sind. Aber wenn man kein Verständnis entwickelt, dann will man sich auch nicht vereinigen. Dann will man nur Recht haben. Das ist aber viel zu wenig. Damit lösen wir unsere Probleme nicht. Und natürlich gibt es unterschiedliche politische Traditionen. Nicht wenige Mitglieder in den alten Bundesländern sind bestimmten Gruppen beigetreten in früherer Zeit in dem Wissen, dass sie sich damit an den Rand der Gesellschaft stellen. Viele im Osten kamen aus der SED, sie waren ja sozusagen Mitglieder der Machtstaatspartei und wurden ausgegrenzt. Das war doch nicht Ihre Entscheidung. Sie haben doch nicht gesagt, ich möchte jetzt gerne an den Rand der Gesellschaft. Sondern da wurden Sie hingestellt. Das ist ein riesiger Unterschied. Es gibt eine unterschiedliche Kultur und unterschiedliche Problemlagen. Die Fraktionen in den Landtagen haben ganz unterschiedliche Stärken. Im Westen gibt es eine Betonung, eine Artikulation der politischen Interessen, auch solcher, die von der SPD aufgegeben worden sind. Im Osten sind wir eine Volkspartei. Neben der Artikulation klassischer linker Themen tritt die Artikulation der sogenannten Ostinteressen und die Zuständigkeit für alle Fragen. Wenn du aber für alle Fragen zuständig bist, verhältst du dich anders. Ich habe das früher auch schon, als wir nur die kleine PDS im Westen waren, gesagt, wenn ich die Aufgabe hätte, dafür zu sorgen, dass aus einer 1%-Partei eine 2%-Partei wird, würde ich mich auf 2 bis maximal 3 Themen konzentrieren. Wo ich sage, ich erreiche jetzt sozusagen eine Verdopplung. Wenn ich aber über 20% habe, dann gehen mich auch die Dienstbezüge der Feuerwehr was an. Ich kann nicht sagen, interessiert mich nicht. Ist nicht erfunden. Das wirkt natürlich aus der Sicht einer 1%-Partei ein bisschen komisch. Verstehe ich ja auch, um welchen Mist die sich so kümmern. Lässt sich alles nachvollziehen. Und deshalb sage ich, ist die spannende Frage, wie kommen wir zur Vereinigung? Nun habe ich ja gesagt,
erstens müssten wir lernen, endlich mal ein Zentrum zu organisieren in unserer Partei. Es ist zu klein, es ist nicht organisiert, es ist nicht erkenntlich. Und ich bin ja das Zentrum auch nicht gerne fast alleine. Also wir müssen uns mal Gedanken machen, wie kriegt man sowas hin? Das ist nicht so leicht, weil sich andere Dinge leichter organisieren lassen als ein Zentrum. Aber wir müssen uns darum Gedanken machen. Das Zweite ist, ich habe euch damals vorgeschlagen, dass die Landesvorstände Ost mit jeweils 1 bis 2 Landesvorständen West im Jahr 2 Treffen machen mit einer Übernachtung. Ganz wichtig, die Übernachtung. Ja, ich werde euch gleich sagen, warum. Damit die abends zusammensitzen und auch trinken und einfach dusseliges Zeug quatschen. Aber nach 2 Tagen kommen sie verändert heraus, weil sie sich mal kennengelernt haben. Weil sie mal miteinander und nicht übereinander geredet haben. Und auf dem Parteitag wurde genauso geklatscht wie heute. Es hat bloß nicht stattgefunden. Und warum nicht? Weil ich einen Fehler begangen habe, weil es ja nicht meine Zuständigkeit war. Ich habe vergessen, einen zu beauftragen, sich darum zu kümmern. Ja, so ist es. Wenn du keinen Verantwortlichen benennst, den du alle 4 Wochen fragst, wie weiter ist, passiert auch nichts. Und ich verspreche euch, noch heute benenne ich einen Verantwortlichen, damit das jetzt endlich passiert im Jahre 2010. Und wenn wir die Vereinigung hinbekommen wollen, dann müssen wir höchst demokratisch uns alle Gedanken machen, wie wir den neuen Bundesvorstand, den neuen Parteivorstand zusammensetzen. Ich sage euch das ganz klar, wir können das rein zufällig organisieren. Mal sehen, wer irgendwie eine Mehrheit kriegt. Unsere berühmten Strukturen, die sich da alle miteinander abquatschen vor dem Parteitag und so weiter. Oder wir machen daraus eine der wichtigsten Aufgaben der Parteiführung, zu sagen, wie muss eigentlich ein Parteivorstand aussehen, damit er erstens die Führung der Partei übernimmt und zweitens in der Lage ist, die Vereinigung wirksam in den nächsten 2 Jahren voranzubringen. Vereiniger brauchen wir, nicht Spalter und nicht Besserwisser und nicht Wichtigtuer. Ich gebe zu, in die Bildung des letzten Parteivorstandes habe ich mich überhaupt nicht eingemischt. Diesmal werde ich mich zuständigkeitshalber, und zwar ohne jede Zuständigkeit, vertieft einmischen. Weil ich möchte, dass uns das gelingt und das Ganze nicht zufällig ist. Demokratie ist nicht Zufall, das ist ein Irrtum, sondern eine bewusste Entscheidung, wo man sich sagt, ja, so machen wir es, so wollen wir es haben, so können wir vernünftig geführt werden. Und das Letzte, das Vierte, was uns strukturell gelingen muss, ist die Bundestagsfraktion. Wenn wir in der Bundestagsfraktion keine Vereinigung hinbekommen, kann es in der Partei überhaupt nicht gelingen. Wenn es aber in der Bundestagsfraktion gelingt, dann haben wir auch gute Chancen in der Partei. Und deshalb muss es dort gelingen. Und die haben ihre Vor- und Nachteile. Der Vorteil ist, wir müssen immer gemeinsam Politik vertreten. Der Vorteil ist, wir bestimmen nicht die Tagesordnung allein, sondern andere mit. Deshalb zwingen die uns, zu Fragen Stellung zu nehmen, zu denen wir noch gar nicht Stellung nehmen wollen. Wo wir sagen, wir brauchen noch 2 Jahre Basisdemokratie. Und die Union sagt, tut uns leid, wir setzen es trotzdem auf die Tagesordnung. Und dann müssen wir uns am Dienstag verständigen, was wir am Donnerstag dazu sagen. Das ist manchmal unangenehm, aber wir haben keine andere Chance. Und diese Tatsache müssen wir endlich nutzen, um zu sagen, es gibt eine Fülle von Gemeinsamkeiten aller Mitglieder der Partei Die Linke. Und die stellen wir in den Vordergrund. Das Trennende behandeln wir auch, aber wir vergessen nicht unsere Gemeinsamkeiten. Die machen wir deutlich. Liebe Genossinnen und Genossen, liebe Freundinnen und Freunde, liebe Gäste, wir sind die Opposition in der Gesellschaft. Ich sage in der Gesellschaft. Ich spreche jetzt nicht vom Parlament. Und wir sind von den Parteien, die im Bundestag vertreten sind, die einzige Opposition in der Gesellschaft. Die FDP war doch nicht Opposition in der Gesellschaft, nur weil sie in der Opposition im Bundestag saß.
SPD und Grüne sind nicht Opposition in der Gesellschaft, nur weil sie jetzt die Rolle der Opposition im Bundestag spielen. Diese drei Parteien sitzen, wenn sie in der Opposition sitzen, geht der Union ganz genauso nur in der Wartestellung, wann sie endlich wieder in eine Regierung eintreten, wobei die Bedingungen dann relativ egal sind. Und wir haben eine ganz andere Funktion. Weil das, was wir an Opposition ausstrahlen, ist gar nicht alleine über das Parlament zu machen, weder in der Kommune, noch im Land, noch im Bund, noch in Europa. Wir brauchen Bewegung. Die Herrschenden in den USA und ihre Verbündeten nutzten die Situation, um den neoliberalen Finanzmarktkapitalismus und die Verwertungsinteressen von Großkonzernen und Finanzfonds global durchzusetzen. Der Finanzkapitalismus trieb das allgemeine Prinzip des Kapitals, dass der Profit der Zweck des Wirtschaftens ist, auf die Spitze. Finanzanleger und Fonds ohne Bindung an bestimmte Unternehmen und Regionen begannen, die Weltwirtschaft zu beherrschen. Privatisierung, Deregulierung, Sozialabbau durch Umverteilung von unten nach oben und von öffentlich zu privat wurden Vorgaben der herrschenden Politik. Der 2001 proklamierte Krieg gegen den Terror sollte die imperiale Dominanz der USA legitimieren und die Expansion des entfesselten Finanzmarktkapitalismus militärisch absichern. Dafür, um das zu bekämpfen, reicht parlamentarische Opposition nicht aus. Genau deshalb sind und müssen wir auch Opposition in der Gesellschaft sein, aber in, nicht neben oder gegenüber der Gesellschaft, sondern als Bestandteil der Gesellschaft. Sonst entfremden wir uns nur, was auch ein falscher Weg wäre. Und das heißt, wir müssen Demonstrationen, Kundgebungen, Streiks, viele Formen der Aktionen unterstützen. Natürlich sind und bleiben wir dabei gewaltfrei und ich brauchte auch keine Belehrung von anderen, muss ich mal ganz klar sagen. Aber wir wollen die Gesellschaft verändern und das wird uns nur dann gelingen. Denn wenn es solche Aktionen gibt, wenn die Menschen Widerstandsgeist zeigen gegen die geplanten Veränderungen, dann verändert sich der Zeitgeist, dann verändert sich die Kultur, dann verändern sich selbst die Medien. Wir haben eine Schwierigkeit. Die Schwierigkeit besteht darin, dass es keine ausreichenden linksintellektuellen, oppositionellen Mitstreiterinnen und Mitstreitern Wissenschaft und Kultur gibt. Das war zu anderen Zeiten in der alten Bundesrepublik mal ganz anders. Aber heute ist es so. Aber die gesellschaftliche Opposition müssen wir zusammen mit anderen organisieren. Alleine geht das gar nicht. Zusammen mit Gewerkschaften, so schwierig das im Einzelfall sein kann. Zusammen mit zivilgesellschaftlichen Organisationen wie Sozial-, Umwelt-, Frauen- und Friedensbewegung. Zusammen mit ATTAC. Selbstverständlich sind wir in Auseinandersetzungen auch zu Bündnissen mit Kirchen- und Religionsgemeinschaften bereit. Für uns ist doch nicht wichtig, ob jemand für Frieden und soziale Gerechtigkeit aus weltanschaulichen oder aus religiösen Gründen kämpft. Hauptsache, er oder sie kämpft dafür. Und insofern, applaus, begrüßen wir natürlich, dass Margot Käßmann so klar mal Stellung genommen hat gegen den Krieg in Afghanistan. Aber eins stelle ich auch fest, das lässt man ihr nicht durchgehen. Wir haben ein Privileg. Wir dürfen sowas sagen. Darüber lohnt es sich nachzudenken in unserer Gesellschaft. Wieso eigentlich darf nicht eine Bischöfin aus christlicher Verantwortung sich gegen Krieg in unserer Gesellschaft stellen? Wo leben wir hier eigentlich? Zweitens sind wir natürlich auch Opposition im Bundestag, im Parlament. Über die Europaebene hat Lothar gesprochen. Wir erleben jetzt eine vorläufige Restituierung des Neoliberalismus trotz der Finanzkrise. Die Umverteilungspolitik von unten nach oben geht weiter, jetzt aber mit erhöhtem Tempo. Wir haben eine Politik des Schuldenabbaus und der Steuersenkungen zu erleben in den nächsten Jahren. Wobei ganz klar ist, dass das ja nur auf eine Art und Weise geht, dass man Ausgaben kürzt. Und wenn man Ausgaben kürzt, wird diese Regierung immer dazu neigen, Sozialausgaben zu kürzen. Außenpolitisch wird die Lage unter Schwarz-Gelb auch komplizierter. Trotzdem merkt man auch unsere Wirkung.
Es gibt niemanden mehr, der sich gegen Reformen bei Hartz IV stellt. Nun wollen wir keine Reform von Hartz IV, wir wollen, dass Hartz IV wegkommt. Aber ich sage euch, dass die anderen alle über Reformen diskutieren, liegt doch nur an uns. Hätte es uns nicht gegeben, hätten wir nicht den Zeitgeist verändert, wäre nicht eine andere gesellschaftliche Stimmung entstanden, würden die gar nicht über Hartz IV diskutieren. So ist es. Heute reden alle über den Abzug der Bundeswehr aus Afghanistan. Es ist ja geradezu grotesk. Die, die den Einzug beschlossen haben, reden darüber. Wir waren die Einzigen, die von Anfang an gesagt haben, die Bundeswehr muss raus aus Afghanistan und zwar sofort. Und dabei bleiben wir auch. Aber trotzdem sage ich euch, dass die jetzt so anders reden, hängt mit uns zusammen und mit der veränderten gesellschaftlichen Stimmung. Dennoch, man muss genau hinhören, was Guido Westerwelle sagt. Er sagt, er möchte noch in dieser Legislaturperiode eine Abzugsperspektive. Ja, das müssen wir mal den Leuten übersetzen. Wenn du da bloß leicht hinhörst, denkst du, der will den Abzug in dieser Legislaturperiode. Der will, dass in dieser Legislaturperiode festgelegt wird, wann wir anfangen abzuziehen. Also, wenn ich das richtig berechne, möchte er gerne 2013 hören, dass wir, sagen wir mal, 2023 oder 2033 oder irgendwann mit dem Abzug beginnen. Das hat doch mit einer Abzugspolitik nichts, aber auch gar nichts zu tun. Wir brauchen eine klare Strategie und ich schlage euch vor, weil ja immer gesagt wird, ich sage ja auch, an einem Wochenende geht es nicht. Lasst uns doch eine Zahl nennen. Wir sagen, gut, den Abzug im Jahre 2010. Das ist doch wohin zu kriegen, wenn man es will. Das ist doch wohin zu kriegen. Jetzt sprechen Sie in Bezug auf Afghanistan von kriegsähnlichen Zuständen. Der Vorgänger des jetzigen Bundesverteidigungsministers saß bei mir, bei Frau Will, mit mir, so. Und erklärte dann, dass wir dort keinen Krieg führen. Dann sagte ich, ja, ich weiß, die Soldaten verteilen dort nur Schultüten, ne? Ja, weil ich diese Art von Lügerei habe ich wirklich satt. Natürlich ist es Krieg und nichts anderes. Jetzt haben Sie sich übrigens rechtlich in eine schwierige Situation hineinmanövriert. Jetzt sprechen alle von kriegsähnlichen Zuständen. Das ist doch wohl nichts anderes als Krieg. Und Krieg darf nicht zum legitimen Mittel der Politik werden. Und was Herr zu Guttenberg will, ist klar. Er möchte die Bevölkerung an Krieg gewöhnen. Und ich sage euch, die Bevölkerung ist mehrheitlich gegen Krieg. Und es ist unsere Aufgabe, einen inhaltsreichen Kulturkampf dergestalt zu führen, dass die Mehrheit der Bevölkerung größer wird, die gegen Krieg ist, und nicht die anderen kulturell obsiegen. Die SPD ist jetzt parlamentarische Opposition, noch keine gesellschaftliche Opposition. Sie sitzt friedlich neben den Grünen. Sie hat das Problem, mit den Grünen gemeinsam Verursacher von Kriegseinsätzen zu sein. Sie haben auch gemeinsam Afghanistan beschlossen. Sie haben gemeinsam Hartz IV beschlossen. Es ist nicht so leicht, dann dagegen in Opposition zu gehen. Ich sag mal, ein Paradigmenwechsel ist nicht zu erkennen, obwohl die Rhetorik moderater wird. Es wird auch sicherlich leichter werden, das eine oder andere Gespräch zu führen. Aber bei der SPD ist noch gar nicht klar, wo ihr Standort in der Gesellschaft sein soll. Sie hat sich als zweite Union nicht bewährt. Eine zweite Linkspartei brauchen wir nicht, will sie auch nicht werden. Was also ist ihr Standort? Das ist nicht meine Aufgabe, das zu definieren, das ist deren Aufgabe, aber auf die Schwierigkeit will ich hinweisen. Die Grünen wissen noch gar nicht, wo sie hinwollen. Soll Saarland das Vorbild werden, dass man wechselt zu Union und FDP? Soll das auch für die Bundesebene angestrebt werden? Unsicherheit bei den Grünen. Deshalb ist ihre Oppositionsrolle schwach im Bundestag, genau wie die der SPD. Und deshalb muss unsere noch viel stärker werden, weil wir ja nicht nur in der Gesellschaft die einzige wirksame Oppositionskraft sind, zusammen mit anderen, sondern letztlich auch im Bundestag, weil bei uns diese Themen glaubwürdig untergebracht werden. Denn wir müssen nicht unsere Position wechseln, wir haben das immer so vertreten. Trotzdem sage ich,
bei den Themen Hartz IV, bei der Rente erst ab 67, auch im Übrigen bei den Sozialkürzungen, bei Rente und Krankenversicherung und bei der Deregulierung sind und bleiben wir die eigentliche Oppositionskraft im Bundestag. Lasst mich mal ein Beispiel nennen, weil das auch ganz interessant ist mit der Vereinigung. Also die glorreichen Neoliberalen haben sich ja durchgesetzt bei der S-Bahn in Berlin. Ne? Sie haben gesagt, wir machen hier ganz viel Geld, um an die Börse zu gehen mit einem möglichst hohen Gewinn. Das war ja Ihre Überlegung. Ihre zweite Überlegung, typisch Vereinigung, die ja keine war, sondern ein Beitritt, bedeutete, dass alle Verantwortlichen der S-Bahn in der DDR bekloppt gewesen sein müssen. So war Ihre Einstellung. Die haben lauter Reichsbahn-Auswässerungswerke gehabt, da gab es auch lauter Arbeitsplätze und dort wurden die S-Bahn immer wieder instand gesetzt. So, und da dachten die, das ist ja alles bescheuert. Die waren ja viel klüger, haben die Reichsbahn-Auswässerungswerke geschlossen, die Arbeitsplätze abgeschafft, nun fahren bloß die S-Bahn nicht mehr. Hm? Seht ihr, das kommt raus, wenn man beitritt. Wenn man sich vereinigt, hätte man den Wert des einen oder anderen Reichsbahn-Ausbesserungswerkes und der Instandhaltung der S-Bahn in einem gegenseitigen Gespräch erkennen können. Das heißt, die Grundeinstellung beim Beitritt, dass die DDR-Leute doof waren, ist einfach falsch. Ebenso falsch ist, wenn es einige wenige bei uns gibt, die denken, dass die DDR schon klasse war. Nein, das war sie nicht. Sie ist so, wie sie war, berechtigt politisch und ökonomisch gescheitert. Daraus müssen wir grundsätzliche Schlussfolgerungen ziehen. Aber das heißt nicht, dass die Leute, die in der DDR lebten, alle doof waren und sich nur Überflüssiges ausgedacht haben. Das ist wieder ein anderer Irrtum. Ich möchte doch bloß mal diese Arroganz loswerden, die uns überhaupt nicht weiterbringt. Wenn man sich vereinigt, muss man sich gegenseitig wollen. Und das muss man deutlich machen. Das gilt in der Gesellschaft wie in unserer Partei. Dann sage ich noch was zur S-Bahn. Die Zerstörung geht sehr schnell, die ist auch nicht so teuer. Aber wenn du jetzt die Reichsbahn-Ausbesserungswerke, wie sie früher hießen, jetzt müssten sie ja so Bundesbahn-Ausbesserungswerke heißen, wieder aufbaust, dauert es lange und es ist sehr teuer. So einfach ist es. Und du musst Leute neu ausbilden, alles, was dazu gehört. Und wir sind auch die Einzigen, die eben glaubwürdig gegen Kriegseinsätze sind. Wir ändern die politische Öffentlichkeit. Wir haben die anderen Parteien verändert. Wir haben einen Widerspruch angemeldet. Und wenn es uns nicht gäbe, gäbe es in dieser Gesellschaft innerhalb wie außerhalb der Parlamente viel zu wenig Widerspruch. Wir brauchen aber nicht weniger, sondern mehr Widerspruch, um solche Prozesse aufzuhalten, wie wir sie in den letzten Jahren erlebt haben. Durch uns haben wir auch Druck ausgeübt auf die neoliberalen Parteien, die eine oder andere Auffassung doch zu korrigieren. Und schließlich entwickeln wir uns dadurch doch auch selbst. Durch unsere Oppositionsarbeit entstehen doch auch bei uns neue Ideen. Auch wir gewinnen doch neue Einsichten. Wir haben doch keinen Grund zur Arroganz dergestalt, dass wir schon immer alles richtig gewusst haben, sondern auch wir erleben natürlich eine Entwicklung. Und in dem Maße, in dem wir uns wirklich vereinigen, erleben wir sogar noch mehr Entwicklung. Unsere Positionen haben sich doch auch seit 2005 entwickelt. Und wenn wir genau hinsehen, werden wir feststellen, wir sind nicht schlechter, sondern politisch eigentlich sogar besser geworden. Aber wie gesagt, wenn die anderen uns nicht richtig schaden können, übernehmen wir das ja in der Regel selbst. Das ist eine Gesetzmäßigkeit, mit der ich gerne brechen würde. Ich sage immer, die Linken vertragen zwei Dinge, nur wir vertragen Niederlagen nicht und Erfolge. Aber ansonsten vertragen wir alles. Und ich möchte, dass wir wenigstens lernen, Erfolge zu vertragen. Also, wir sind Opposition im Bund. Wir sind es natürlich auch in den Ländern. Ich darf euch an Hessen 2008 erinnern. Das war das erste Mal, dass wir in ein Landesparlament einzogen. Ich darf euch daran erinnern, 2007, Entschuldigung. Ich darf euch an die Wahlwiederholung erinnern. Ich darf euch daran erinnern, dass sich alle einig waren, dass wir bei der Wahlwiederholung ein Jahr später rausfliegen. Und dass uns das Anfang 2009 gelungen ist zu verhindern. Das war eine gewaltige Leistung. Aber es war die SPD, die eine Alternative verhindert hat nach der Wahl 2008, nicht wir. Und damit hat die SPD, Roland Koch und der CDU das Überleben in der Regierungsverantwortung ermöglicht, nicht die Linke. Die SPD hat es ermöglicht und wir müssen den Bürgerinnen und Bürgern immer wieder diese Wahrheit sagen. Und deshalb sage ich euch beim Thüringen und Saarland,
Es war wiederum nicht die Linke, die eine alternative Regierung verhindert hat, sondern es war einmal die SPD in Thüringen und einmal waren es die Grünen im Saarland, die dafür gesorgt haben, dass die jeweiligen Wahlverlierer von der Union wieder die Regierungsverantwortung übernommen haben. So ist die Wahrheit. Und deshalb ist auch Brandenburg bei aller Kritik wichtig, weil Brandenburg der Nachweis ist, an uns scheitert es nicht, sondern es ist eine fortschrittliche alternative Regierung möglich. Wenn es scheitert, scheitert es an der SPD oder den Grünen, aber nicht an den Linken. Und dabei muss es auch bleiben. Das gilt auch für Nordrhein-Westfalen. Und das, liebe Genossinnen, gilt auch gleichermaßen für Ost und West. Und das ist auch wichtig herauszuarbeiten. Aber wir haben ein strategisches Problem. Das sind unsere roten Linien. Also dann setzen wir uns hin und sagen, aber hier, Leute, hier ist die Grenze. So weit können wir gehen und keinen Millimeter weiter. Das ist ja auch wichtig. Man braucht das nämlich als Orientierungspunkte. Trotzdem sage ich, Brandenburg ist ein Fortschritt, weil es ein fortschrittliches Regierungsprojekt verwirklicht. Und andernfalls hätte es nach allen Landtagswahlen trotz der Verluste für die Union nur CDU-Regierung gegeben. Also Regierung mit CDU-Beteiligung gegeben. Trotzdem, die Frage der Regierungsbeteiligung bleibt bei uns eine spannende. Es gibt Leute, die wollen die sehr gerne. Oder fangen wir mal ganz an. Es gibt Leute, die wollen sie zu gerne. Es gibt Leute, sie wollen sie gerne. Es gibt Leute, die machen sie mit. Es gibt Leute, die täuschen vor, als ob sie sie mitmachen würden, versuchen sie aber zu verhindern. Und es gibt Leute, die ganz offen dagegen sind. Also das haben wir alles. Das ist ja soweit erstmal auch noch nicht tragisch. Trotzdem sage ich euch, befinden wir uns in einem permanenten strategischen Dilemma. In einem permanenten strategischen Dilemma. Die Frage wird uns immer beschäftigen und sie wird nie leicht zu beantworten sein. Und die spannende Frage lautet doch, wo beginnt der Opportunismus? Also mit anderen Worten, wann beginnt er, wenn ich mich an einer Regierung beteilige? Oder wann beginnt er, wenn ich mich nicht an einer Regierung beteilige? Nur um es bequem zu haben. Darüber sollten wir länger nachdenken. Und dann sollten wir darüber diskutieren, und zwar nicht aus der inneren Haltung, weil ich ja sowieso dagegen bin, fällt mir jetzt mal alles dagegen ein, oder aus der inneren Haltung, weil ich sowieso immer dafür bin, sehe ich mal über alles hinweg, was da so geschrieben wird, sondern dass wir uns kritisch mit uns auseinandersetzen und eine Frage wirklich beantworten. Was verändert sich für die Leute, wenn wir mitregieren, in einem so positiven Sinne, dass nach 4 oder 5 Jahren die sagen, jetzt geht es uns besser, dank der Mitregierung der Linken. Das müssen wir hinbekommen. Wenn wir das nicht hinbekommen, dann waren wir da überflüssigerweise drin. Also es geht auch hier nicht um uns. Und ich sag mal einen Maßstab. Wir wollen einen gesetzlichen Mindestlohn von 10 Euro bis zum Ende der Legislaturperiode. Gut. Mal angenommen, wir kämen jetzt zu einem Kompromiss der Gestalt, dass wir einen flächendeckenden gesetzlichen Mindestlohn bekämen, aber wir können leider erst mit 8,50 Euro anfangen. Oder mit 9 Euro. Ja Leute, das müssten wir natürlich machen, weil es ist doch ganz klar, das flächendeckende Gesetzliche ist die soziale Sicherung, die wir dringend in Deutschland benötigen. Und dann ist das andere ein Kompromiss. Wenn wir aber zustimmten, wir führen ihn nicht ein, sondern machen weiter nur mal eine einzelne Branche und noch eine einzelne Branche, ja dann fände ich das völlig falsch. Und deshalb sage ich euch, es gibt keine richtige Richtlinie. So einfach geht das nicht per Gesetz, dass du sagst, da steht doch die Linie. Wir müssen in jedem Fall konkret darüber diskutieren. Und deshalb noch eins. Wenn man ein strategisches Dilemma hat und es sowieso nicht los wird, dann ist es besser zu lernen, damit umzugehen, statt die naive Hoffnung zu haben, man könnte es verbieten oder ihm ausweichen. Das gelingt uns sowieso nicht. Und schwierig bleibt es. Ich kann es nicht ändern. Natürlich, Regierungskoalitionen sind immer Ausdruck von Bündnissen, aber die Bündnisse müssen inhaltlich tragbar sein. Deshalb sage ich jetzt noch etwas zu den Unterschieden. Wir haben auf der Bundesebene Außen- und Verteidigungspolitik, zum Beispiel Afghanistan. Wir haben auf der Bundesebene Sozialgesetzgebung, Rente, Hartz IV. Wir haben die Steuerpolitik, Beispiel Schuldenbremse. Wir haben die De- und die Re-Regulierungspolitik, Finanzmärkte, Hedgefonds oder auch die Bahn. Und dann kommen die Länder.
Die Länder haben in all diesen Fragen scheinbar erstmal nicht zu entscheiden. Aber es gibt eine Ausnahme, das ist der Bundesrat. Im Bundesrat haben sie mitzuentscheiden. Deshalb ist eine der wichtigsten Vereinbarungen die, dass wenn ein Koalitionspartner Nein sagt und einer Ja sagt, es bei einer Stimmenthaltung bleiben muss im Bundesrat. Daran müssen sich alle Regierungen gewöhnen, auch solche, die mit uns zusammengehen. Und stellt euch mal vor, wir bekämen eine alternative Regierung in NRW, dann hätten Union und FDP keine Mehrheit mehr im Bundesrat. Das würde die Welt nicht verändern, aber unsere gesellschaftlichen Strukturen schon ein bisschen durcheinander bringen. Aber die Fragen Afghanistan, Hartz IV etc. müssen natürlich auch in den Ländern diskutiert werden. Sie können dort bloß nicht entschieden werden. Aber es gibt gesetzliche Spielräume, die genutzt werden müssen. Und dazu sage ich jetzt mal ein Beispiel. Also zwei Beispiele, die mir aus Berlin gefallen. Also Berlin hat sehr großzügig erstattet Mieten an Hartz IV-Empfangende. Daraufhin hat der Bund das Land Berlin verklagt. Und ich sage euch, ohne uns wäre es nie dazu gekommen. Das war eine Leistung damals von Heidi Knake-Werner, die das so durchgesetzt hat und gesagt hat, so organisieren wir das Ganze. Und dann hat sich die SPD darauf eingelassen. Nun haben die uns verklagt und haben vom Bundessozialgericht einen Teilerfolg erzielt. Also ein paar Millionen Schadenersatz muss Berlin zahlen. Das heißt im Klartext, das, was wir zahlen, müssen wir dem Bund wiedergeben, weil er zu viel Mietkosten in Berlin übernommen hat. Mit anderen Worten, jetzt hat Berlin selbst die Sozialleistung erbracht. Das Interessante ist, dass die Auseinandersetzung mit den Linken in den Berliner Medien diesbezüglich ausgesprochen verhalten war. Warum? Stellt euch mal vor, umgekehrt. Die hätten uns verurteilt, dass wir mehr zahlen müssen. Da hätten wir uns aber frisch machen können, auch in der eigenen Partei. Aber so rum haben sie gesagt, es ist ja auch so blöde, jetzt zu sagen, sie haben das Gesetz verletzt, sie haben da nicht richtig hingeguckt und waren da deshalb sozialer, als sie durften. Ist ja eine komische Kommentierung. Die Überschrift hätte ja lauten müssen, Berliner Regierung ungesetzlich zu sozial. Macht sich selbst in der Bingo-BZ nicht gut. Und deshalb gab es die verhaltenen Reaktionen. Und ich sage euch jetzt mal, ich bin damit ziemlich zufrieden. Also wenn wir schon erfolgreich verklagt werden, dann bitte in dieser Richtung. Das möchte schon sein. Ab jetzt sind Kita in Berlin 2 Jahre gebührenfrei, immer die hochverschuldetste europäische Hauptstadt. Und ab nächsten Jahr sind alle 3 Jahre in der Kita gebührenfrei. Auch das eine wichtige Leistung. Und bitte tut nicht so, auch die Kritiker der Berliner Regierung, als ob das alles nichts ist. Das ist für viele Leute eine ganze Menge, dass sie diese Bildungseinrichtungen gebührenfrei nutzen können. Und deshalb habe ich gesagt, Bildung, liebe Genossinnen und Genossen, liebe Freundinnen und Freunde, verehrte Gäste, wird eins der wichtigsten Themen werden. Bei der Bildung entscheidet sich, ob es eine Art Chancengleichheit in der Gesellschaft gibt oder nicht. Hier entscheidet sich, ob die Kinder der Sozialhilfeempfangenden, der Hartz-IV-Empfangenden eine Chance haben, eine Top-Bildung zu bekommen oder ob die soziale Ausgrenzung sich fortsetzt, wie man das seit Jahren aus der alten Bundesrepublik kannte. Und im Osten gab es leider politische Ausgrenzung, aber es gab nie eine soziale Ausgrenzung und die will ich auch nicht haben. Und wir müssen für die Gemeinschaftsschulen kämpfen. Alle Kinder brauchen eine Top-Bildung in Deutschland. Alle. Und wir sind diesbezüglich am glaubwürdigsten. Und ich sage auch, wir wollen keine Studiengebühren. Auch das ist nichts anderes als soziale Ausgrenzung. Wir müssen die Auszubildenden, die Schülerinnen und Schüler und die Studentinnen und Studenten unterstützen. Und zwar nicht nur die heutigen, sondern auch die kommenden. Und ich sage euch, damit gewinnen wir auch Großeltern. Großeltern haben Enkel, die wollen auch Chancengleichheit in der Bildung für ihre Enkelkinder. Und natürlich gewinnen wir auch die Eltern. Wir sprechen alle gesellschaftlichen Gruppen an. Also, ich sage noch einmal, Koalition und andere Kooperationen mit SPD und Grünen auf Länderebene sind denkbar im Osten und im Westen. Sie sind ein mögliches Modell, das auch etabliert werden kann. Wenn die Inhalt stimmt, scheitert es an uns nicht. Aber es muss sich inhaltlich lohnen. Auf der Bundesebene sind die grundsätzlichen Differenzen zu SPD und Grünen zu gravierend. Ich sehe in absehbarer Zeit keine ernsthafte Möglichkeit, eine Zusammenarbeit hinzubekommen, die für eine Regierungsbildung spräche.
Aber es kann sich natürlich alles noch radikal verändern. Im Augenblick sehe ich es nicht so. Ich sage noch einmal, die Grünen wissen noch nicht, wohin sie wollen. Die SPD weiß nicht, wo sie ist. Aber immerhin, die Grünen beantworten mir meine Briefe. Herrn Steinmeier habe ich angeschrieben wegen der Vermögenssteuer. Da kriege ich nicht mal eine Antwort, weil er sich zu dem Thema nicht äußern will, wahrscheinlich. Oder weil er mir sowieso nicht antwortet. Weiß ich nicht, muss man sehen. Wie dem auch sei, das schließt aber lokale Kooperationen auch auf der Bundesebene nicht aus. Wir können auch das eine oder andere gemeinsam machen. Das scheitert nicht an uns. Wir haben doch keine Berührungsschwierigkeiten. Und letztlich stehen wir auch nicht gegen eine Regierungsbildung auf Bundesebene. Aber Leute, was muss sich dazu alles verändern? Dafür muss es nicht nur eine Mehrheit geben. Dafür muss es nicht nur eine gesellschaftliche Atmosphäre geben. Selbst CSU-Wählerinnen und Wähler müssen ja damit immerhin leben können. Die haben wir noch gar nicht, die gesellschaftliche Atmosphäre. Sondern dazu muss es doch eine inhaltliche Verständigung geben. Da muss die SPD sagen, ja, raus mit der Bundeswehr aus Afghanistan, weg mit Hartz IV etc. Also das braucht noch eine Weile, bis wir die so weit haben, wollte ich nur angedeutet haben. Und wir werden diesbezüglich unsere Positionen nicht aufgeben können, weil wir, wenn wir sie aufgeben, am selben Tage völlig unglaubwürdig werden und überflüssig werden. Das geht einfach nicht. Als dritte Ebene haben wir die Kommunen. Da ist alles noch viel komplizierter, viel spezifizierter. Da gibt es Zusammenarbeit auch zwischen uns und der Union. Das geht alles ziemlich wirr durcheinander, weil du bei dem einen Park, bei der anderen Schule, bei der Kita-Einrichtung und so weiter durchaus übereinstimmende Auffassungen haben kannst. Dennoch gibt es auch dort für uns meines Erachtens Orientierungen. Wir sind die Partei, die nicht öffentliches Eigentum privatisiert. Wir sind die Partei, die nicht will, dass die Preisgestaltung der öffentlichen Ressourcen den Profitinteressen unterworfen wird, sondern sich nach den sozialen Maßstäben der Kommune richtet. Wir sind die Partei, die auch über die Rekommunalisierung von Einrichtungen der öffentlichen Daseinsvorsorge nachdenkt. Natürlich muss das finanzierbar sein, aber wir sind die Einzigen, die darin rütteln. Und das beginnt jetzt in Berlin. Harald Wolff hat dafür Vorschläge unterbreitet. Das finde ich bei einer Stadt, die so pleite ist, einen mutigen, aber auch notwendigen Weg. Und dann gibt es Zwischenetappen. Ich weiß, dass das rechtlich zum Teil schwierig ist, aber so Offenlegung bestimmter Verträge fände ich gar nicht so schlecht. Ich sag euch mal, Cross-Border-Leasing, ne? Das klingt ja toll. Jetzt will ich hier nicht abfragen, dass mir jede und jeder erklärt, was es ist. Wir könnten einen Beitrag dazu leisten, dass die Leute wissen, worum es geht. Und da bin ich wieder bei meinem alten Thema Übersetzung von Politik. Wenn wir das nicht übersetzen, wenn wir den Blick dafür verlieren, welche Chancen die Lidl-Verkäuferin hat, sich mit Politik zu beschäftigen, und die eine Minute, die sie uns vielleicht hört, muss sie verstehen, was wir wollen und was wir meinen. Und deshalb kann ich mit solchen Begriffen immer relativ wenig anfangen. Dahinter müsste immer eine Erklärung stehen. Ihr kriegt aber heute keine von mir. So. Das sollt ihr selbst leisten. Und wir brauchen natürlich Investitionsprogramme für die öffentliche Infrastruktur. Also haben wir Aufgaben, unsere Partei zu stärken. Unsere Partei stellt inzwischen über 6.000 Abgeordnete in den Kommunalvertretungen. Wir sind in 11 Landtagen in Fraktionsstärke vertreten. Unser Nahziel ist die Landtagswahl in NRW. Ich möchte, dass dort die 12. Landtagsfraktion der Linken gebildet werden kann und gebildet werden muss. Wir sind überzeugend gestärkt in den Bundestag eingezogen. Wir brauchen mehr Mitgliederwerbung in Ost und West. In Ost und West, nicht nur in West, auch in Ost. Wir werden in Ost immer älter, das ist ja ganz nett, ich gehöre selbst dazu. Aber das löst unsere Probleme nicht. Wir müssen auch die Jugend gewinnen, Jüngere gewinnen. Und ich sage euch, es gibt eine schöne Bemerkung, so müsst ihr Mitgliederwerbung machen. Also da sitzt einer in einer Kneipe, der hat so ein kleines rotes Abzeichen von uns und sein Freund sitzt ihm gegenüber. Und dann sagt er, was, bist du etwa Mitglied der Linken? Und dann antwortet er, wieso heißt das, dass du noch nicht Mitglied der Linken bist? Genau so brauchen wir das. Diese Atmosphäre müssen wir organisieren. Aber dazu muss man das Leben in unserer Partei etwas attraktiver gestalten. Und dazu gehört etwas weniger Wichtigtuerei und etwas weniger Besserwisserei, damit die wissen, sie haben alle Chancen in unserer Partei, auch gehört zu werden. Wir werden jetzt schrittweise unser Sofortprogramm umsetzen in der Fraktion. Wir werden hier Opposition machen. Ich habe über Afghanistan gesprochen.
Wir brauchen den flächendeckenden gesetzlichen Mindestlohn gerade in dem Jahr 2010. Das müssen wir noch viel deutlicher machen, weil dort nämlich bestimmte Richtlinien der EU wegfallen und dann sozusagen nach beliebigen Löhnen eingestellt werden kann. Und die FDP ist ja nur gegen sittenwidrige Löhne. Das ist aber weniger als 2/3 des tariflichen Lohns. Dann müsst ihr euch mal anschauen, was eine unqualifizierte laut Tarif in Thüringen oder in Brandenburg bei einem Friseurhandwerker verdient. Davon 2/3, davon kannst du nicht mal mehr essen. Und ich sage euch auch, diese Variante mit den Zusatzleistungen des Staates, das ist doch abenteuerlich. Wenn jemand hier eine volle Arbeitszeit leistet, hat er einen Anspruch auf einen Lohn, mit dem er in Würde leben kann und nicht einen Anspruch zum Sozialamt geschickt zu werden. Wir brauchen in der Europäischen Union und in Deutschland verbindliche Maßstäbe diesbezüglich, soziale Maßstäbe. Wir brauchen endlich gute Arbeit. Ich erinnere euch an 400-Euro-Jobs, an Teilzeit, an extrem niedrige Löhne. Wir sind das kapitalistische Industrieland mit dem prozentual größten Niedriglohnsektor. Wir haben inzwischen die USA erreicht und überholt. Andere Länder sowieso. Das ist ein Skandal sondergleichen für eines der reichsten Länder dieser Erde. Das müssen wir thematisieren, und zwar immer permanent und jederzeit. Wie alle sind wir gegen Terror. Wir wollen auch, dass er wirksam bekämpft wird. Wir haben da ganz andere strategische Vorstellungen, wie das passieren muss. Und ich sage euch, ich möchte nicht wieder, dass dieser Kampf genutzt wird, um jetzt die Nacktscanner einzuführen. Es muss auch mal Grenzen geben. Die Würde des Menschen ist unantastbar, steht in Artikel 1 des Grundgesetzes. Und wir haben uns dafür einzusetzen. Wir werden uns engagieren im NRW-Landtagswahlkampf. Wir wollen dort einziehen. Wir wollen, dass die Union und die FDP dort ihre Mehrheit verliert, dass sie aber auch ihre Mehrheit damit im Bundesrat verliert, weil das ein Stück schon die Gesellschaft verändert. Und ich füge hinzu, Herr Gabriel und Frau Kraft können doch jetzt mal klipp und klar sagen, wollen Sie eine alternative Regierung in NRW oder wollen Sie weiterhin rumeiern? Dann können wir doch mal inhaltlich darüber sprechen, vor allen Dingen hinterher. Aber Sie können es doch vorher mal klipp und klar sagen. Oder wollen Sie bloß wieder der CDU zur Regierung verhelfen? Das kennen wir ja nur seit vielen Jahren und Jahrzehnten. Ich sage euch, ich weiß, dass wir ein Problem haben. Ich habe es euch gesagt. Ich habe ja auch im ND gesagt, ich brauche keine weiteren Briefe. Ich meine, ihr könnt mir gerne schreiben. Ich kriege auch sehr gerne Briefe. Ich beantworte auch viele. Ich wollte bloß sagen, ich habe das Problem begriffen. Und wir werden eine Lösung finden. Eine Lösung bedeutet immer, dass auch was wehtut. Anders ist das nicht hinzubekommen. Dazu müssen wir uns alle sehr verantwortungsbewusst verhalten. Denn ich erwarte dann, dass an einer verantwortungsvollen Lösung, die ohne Demütigung läuft, auch das ist mir ganz wichtig, wir haben auch nicht das Recht, jemanden zu demütigen. Auch wenn er übrigens einen Fehler begangen hat, gibt es keinen Grund, ihn zu demütigen. Dann finde ich, dass wir das auch akzeptieren müssen. Und da habe ich viele Erwartungen. Natürlich auch und gerade an andere. Das ist so in einer solchen Situation. Und ich habe ja gesagt, ich setze mich heute zwischen alle Stühle. Das war auch meine Absicht. Weil ich bin es auch leid, von A geprügelt und von B gelobt zu werden. Oder dann von B geprügelt und von A gelobt zu werden. Jetzt habe ich die Situation, dass ich von allen geprügelt werden kann. Das ist mir dann sehr viel angenehmer, weil ich meinen Kopf nicht umdrehen muss. Er bleibt immer gleich. Aber letztlich will ich damit etwas ganz anderes andeuten. Wenn man ein verantwortlicher Politiker ist, muss man auch Verantwortung übernehmen. Dazu muss man auch bereit sein. Dazu gehört es auch, unangenehme Dinge zu sagen. Dazu gehört es auch, in einem Zweigespräch, in einem Dreiergespräch unangenehme Dinge zu sagen. Was wir in der Parteiführung dringend benötigen, ist ein klares Vertrauensverhältnis. Anders geht es nicht. Sonst sage auch ich dann nichts mehr. Und wenn wir uns nur noch anschweigen, dann brauchen wir das Ganze nicht. Wir haben eine riesige Verantwortung, der wir gerecht werden müssen. Wir werden das packen. Ich bin davon überzeugt. Die Hoffnungen einiger, dass wir in Auflösung sind, sind Quatsch. Und ich sage es hier auch ganz klar, unser Parteivorstand ist weder die junge Welt, noch das neue Deutschland, geschweige denn der Spiegel oder Stern Online. Wir sind unsere Partei. Wir sind unsere Partei.
Und deshalb sage ich euch zum Schluss, diese Gesellschaft braucht innerhalb und außerhalb der Parlamente eine starke Linke. Wir sollten endlich lernen, uns nicht regelmäßig dann zu beschädigen, wenn es andere nicht können. Medien taugen nicht für innerparteiliche Auseinandersetzungen. Denunziationen sind immer von übel. Wir haben eine Verantwortung, hier in Deutschland und in Europa. Ich erwarte von uns allen einen aktiven politischen Kampf, eine aktive politische Auseinandersetzung, überlegen, wie wir unseren Einfluss erhöhen können. Ich erwarte von uns allen, dass wir innerhalb unserer Partei aufhören, besserwisserisch, wichtigtuerisch und eben gar denunziatorisch zu sein. Dass jede und jeder bereit ist, einen Beitrag zur Vereinigung zu leisten. Das heißt, nicht nur andere ändern will, sondern auch sich selbst. Das klingt leicht, ist aber eher schwierig. Wir stehen aber in der Verantwortung, täglich einen höheren Beitrag zu leisten, dass diese und andere Gesellschaften friedlicher, sozial gerechter, nachhaltig ökologischer, gleichberechtigter, das heißt auch feministischer, rechtsstaatlicher, demokratischer und auf dieser Basis endlich wirklich frei werden. Wir sind eine demokratisch-sozialistische Partei und sollten lernen, uns auch so zu benehmen. Dankeschön.